Hallo Sportbox-Freunde, wir machen uns heute einen gemütlichen Sonntag. Gemütlicher Sonntag heißt, ich habe mal alle Porsche 911 RSR mitgebracht, die es so gegeben hat seit Erscheinung von dieser Bauform. Und wir fahren jetzt die einfach mal alle durch. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird in diesem Video. Wenn die alle sauber fahren, alles gut ist, dann haben wir nichts zu tun. Wenn Probleme auftreten, dann haben wir was zu tun. Wir werden die Probleme lösen. Ziel ist einfach mal, alle Autos hier gleich schnell mal hinzubekommen. Und dann können wir mal ein bisschen überlegen, in welchem Zustand möchte ich das haben. Und ja, was kann ich dann auch noch tunen. Einfach mal so ein bisschen rumprobieren, rumspielen. Und wir legen los, ziehen einen Porsche raus, fahren mal 2, 3 Runden und testen dann den nächsten. Machen wir mal einen Überflug über die Boxengasse. Hier stehen schon unsere Testkandidaten. Ich habe die mal so grob nach der Reihenfolge aufgestellt, wie sie erschienen sind. Hier die beiden Ältesten, die waren auch in der Grundpackung mit dabei. Hier, schon vorweggenommen, gab es Probleme mit den Reifen. Aufgrund des Alters sind hier unsere Reifen, die Originalreifen, schon ausgetrocknet. Ab hier sind alle im Originalzustand, bedeutet Originalreifen. Die meisten sind noch überhaupt nicht gefahren. Und wir haben dann hinten die Original-Carrera-Reifen und Magnet hinten und vorne. Somit geht es jetzt auf die Strecke. Ich springe hier rein, taste mich da mal durch. Und die gehen wir am Schluss nochmal an. Wie gesagt, das sind die Reifen nämlich schon unser Problem. Ob es jetzt hier auch schon Reifenprobleme gibt, dass zum Beispiel hier in dem Bereich die Reifen schon ausgehärtet sind und bei den neuen Porsche hier der Reifen noch sehr gut ist, das werden wir gleich sehen. Da wird uns die Rundenzeiten eine Antwort drauf geben. So, los geht's. Zur Bahn ist zu sagen, ich erwarte hier guten Grip. Wir müssen nicht staubfrei fahren, weil vor wenigen Stunden bzw. letzte Nacht war hier ein DTM-Rennen mit Moosgummireifen. Somit ist die Bahn richtig schön. Wir haben saubere Bahn und guten Grip für unsere Originalreifen. Also unterwegs jetzt hier mit 2 Magneten, Originalreifen, kommt schön rum. Alles gut, ich probiere mal hier voll zu fahren. Jawohl, das funktioniert. Ich teste mich gerade dran, wo meine Bremspunkte sind. Und versuche natürlich jetzt schon gleich gute Rundenzeiten hinzubekommen. Aber ihr kennt es, die schon länger dabei sind auf dem Kanal. Magnetfahren ist nicht so meins, aber im Rahmen der YouTube-Videos fahre ich immer wieder mal mit Magnet. Und so komme ich dann auch rein in das Thema Magnetfahren. So, von hier ab kann ich praktisch Vollgas geben bis ganz nach links hinten zur Kurve. Vollgas, Vollgas. Hier muss ich erst reinbremsen. Und da habe ich jetzt gemerkt, ich kann vom Gas weggehen, wenn das Auto schon in der Kurve ist. Es fliegt nicht ab und die weiteren Bremspunkte muss ich jetzt eben suchen. Ich hoffe dann, dass es bei den anderen Autos dann die gleichen Bremspunkte sind. Werden wir sehen, Vollgas rein, das war zu früh. Jetzt war es besser, aber ich könnte mehr ausrollen. Da sieht man auch, dass ich jetzt zwei Sachen machen könnte. Entweder passe ich hier hinten meinen Bremspunkt an. Also ich komme hier rein, da war ich noch gut unterwegs und hier bin ich eigentlich zum Stehen gekommen. Und da merke ich jetzt, entweder verändere ich mein Fahrverhalten, meinen Finger hier, oder ich gehe mal an die Einstellung und nehme die Bremswirkung raus. Wir sind ja hier im Lieferzustand, bedeutet Gas auf voll, Bremse auf voll und ich gehe jetzt mit der Bremse einfach mal ein bisschen runter. Und zwar halbieren wir es, halber Wert und ich probiere dann mal, ob ich jetzt besser rumkomme. Also Uhrzeiten sind noch aus, ich habe den Monitor gar nicht an für meine Rundenzeiten. Es geht jetzt hier rein drum, mal Gefühl für das Auto zu entwickeln. Hat schon flüssiger ausgesehen, das Auto steht nicht. Vollgas durch, geht natürlich immer noch, hier jetzt sauber rumgekommen. Also jetzt hat man es eindeutig hier hinten gesehen, das hat mir richtig Zeit gebracht. Ich habe also nicht am Auto was getunt, sondern hier an den Einstellungen. Das Auto rollt jetzt durch. Wenn ich später ohne Magnet fahre, muss ich natürlich wieder an die Einstellung ran. Ich habe ja 2 Magnete im Auto, die bremsen das Auto runter, wenn ich vom Gas gehe, ziehen das Auto auf die Bahn drauf. Wenn der Magnet weg wäre, würde das Auto auch bei maximaler Bremse ausrollen, was hier bei der Fahrt mit Magnet nicht möglich ist. Jetzt fühlt es sich eigentlich ganz gut an. Ich lasse die restlichen Einstellungen so und werde jetzt mal die Zeitnahme einstellen. Dann 2 gezeitete Runden mit dem Auto fahren und wir wechseln dann die Varianten durch und schauen mal, ob die im gleichen Zeitfenster sind. Der Slotblock-Werksfahrer ist hier wieder am Start, diesmal auf Porsche. Willkommen, Tobias. Hallo, Roland. Du fährst jetzt los, würde ich sagen, mit jedem Auto. Einführungsrunde, eine gezeitete Runde. Der Tobias kennt die Autos auch noch nicht. Wie gesagt, die viele sind ja auch komplett neu. Und noch keinen Zentimeter gefahren. Einführungsrunde.
Und los geht die heiße Ritt. Schauen wir mal, wo wir landen werden. Ah, und wir sind raus, der Tobias ist raus. Er war jetzt so unter Druck, weil er nur eine Runde hat. Das setzt natürlich den Faktor hoch. Tobias, was machen deine Nerven? Ja, eine Runde nur als Einführungsrunde zu fahren, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, zweite Chance und jetzt gebe ich nochmal alles. Oh. Da der Strom. Hier sind wir mal kurz in Stocken gekommen. Wir haben erst das Problem schon mal festgestellt. Das würde ich sagen, fahr einfach mal weiter. Schauen wir mal, ob das nochmal ist. Hat nach einem Stromproblem ausgeschaut. Das war gut. Ja, die Runde würde ich nehmen. Okay, dann schauen wir auf die Uhr. Porsche Lilla, beste Zeit 10.355. So, die Startnummer 57 haben wir jetzt ja gerade schon getestet. Machen wir weiter mit der 911. In die erste Einführungsrunde. Ich schaue mir jetzt hier vor allem an, wie gut der Grip ist. Und der fährt wesentlich aggressiver. Der wird ein bisschen schwieriger sein. Aber jetzt zählt's. Oh. Der ging aber ordentlich raus. Also die Kurve ging mit dem Lilla Porsche voll. Hier musste man gar nicht vom Gas gehen. Mit dem Weißen gab es einen richtig heftigen Abflug. Okay, nächster Versuch. War jetzt natürlich vorhin schwierig. In der Einführungsrunde bin ich vorne nicht voll durchgefahren. Und habe jetzt nicht gedacht, dass der sich so viel anders verhält wie der Lilane, aber gut. Ja, da bist du jetzt auch vom Gas runter. Da bin ich jetzt vom Gas und der ist vorher auch schon kurz in der Kurve gerutscht. Also der ist sehr schwierig zu fahren. Er ist aggressiv, aber hat nicht wirklich viel Grip. Okay, dann machen wir auch mehr als zwei Runden. Vielleicht ziehen wir auch einfach mal ab und schauen uns mal die Reifen an. Die Runde fühlt sich jetzt ganz gut an. Gut angefühlt hat sich die Runde von Tobias, aber die Uhrzeit sagt was anderes. 10,8, 15 langsamer. Da müssen wir noch ein paar Runden drehen. So, dann schauen wir mal, was sich hier abspielt. Da ist viel Schwarz drauf, aber es heißt jetzt eigentlich nichts, weil, wie gesagt, da war ein Rennen mit Moosgummireifen. Schauen wir uns kurz noch die Reifen an. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Die sind neu natürlich. Man fährt auf der Außen- und Innenkante. In der Mitte habe ich das Tal, aber die sind jetzt noch nicht ausgehärtet. Von dem her schauen wir mal, ob der Tobias jetzt mit den abgezogenen Reifen besser unterwegs ist. Gib Gummi, Tobias! Jawohl. Erst noch mal eine Einführungsrunde. Ich muss ja jetzt wissen, wie sich das jetzt anfühlt. Oh ja, okay. Also er hat immer noch nicht viel Grip, aber ich fahre jetzt noch mal eine schnelle Runde hoffentlich. Ja. Geht's jetzt hier voll? Nicht ganz, oder? Nee. Kurzes Lupfen notwendig. Ja. Eine nehme ich noch mit. Oh, und jetzt hat er hier hinten Stromprobleme kurzzeitig gehabt. Ja, überprüfen wir gleich die Schleifer noch. Es ist so im Neuzustand, die Schleifer, wenn ihr so ein Auto aus der Box rausholt, dann sind die Schleifer meistens komplett hingedrückt. Ja. Und hier, ja, die schauen auch jetzt nicht so schön aus, aber die kann man dann mal kurz ausrichten, leicht nach oben biegen. Dieses Ausgefranste ist jetzt auch nicht optimal, aber wir lassen es jetzt mal so. Wir wollen ja wirklich einen Originalzustand testen. Warum die Schleifer jetzt hier im Originalzustand so ausgefranst sind, habe ich leider keine Antwort drauf, weil das Auto kam ja direkt aus der Box raus und wir haben es jetzt hier auf die Bahn. Jetzt hören wir mal eine Runde einfach auf den Motor, da hört man es am besten, ob da zuckt der hat das Auto. Wir haben immer noch Stromprobleme, wir müssen weiterschauen, was da los ist. Wenn es die Schleifer nicht sind, dann kann man weitergehen, mal das Auto aufmachen, die Kontakte prüfen. Tobias fährt jetzt langsam, weil man hier am besten merkt, wenn das Auto Stromprobleme hat. Jetzt funktioniert's. Okay, dann haben wir den Fehler gefunden, die Schleifer waren schuld. Wir lassen ihn noch ein bisschen einfahren, um dann zu schauen, kommen wir auf die 10.3 vom Vorgänger oder bleiben wir im Bereich 10.8. Da war jetzt wieder ein Aussetzer drin, die Runde wäre sonst echt gut gewesen. Ich probiere es jetzt nochmal. Da ging er quer. Ja, die Runde würde ich jetzt mal als Zeit nehmen. Diesmal hat der Tobias richtig eingeschätzt, 10.404, somit sind wir gar nicht weit weg. So sollte eigentlich ein Ergebnis aussehen, das heißt, die beiden Autos wären jetzt schon mal vergleichbar. Wir gehen zum nächsten. So, Startnummer 56 jetzt. Ich habe die Reifen auch abgezogen, damit wir hier die gleichen Voraussetzungen haben. Es geht in die Einführungsrunde. Oh, da hinten. Ja. Auch das Zucken. Wir haben vergessen, den Schleifer zu kontrollieren. Der ist ja auch nagelneu. Der hat hier noch wesentlich stärkere Probleme. Das geht so natürlich nicht. Ja. Ja, und wir sehen es hier auch, die hinteren beiden Schleifer, die haben ja überhaupt keinen Kontakt zur Bahn.
Deswegen stelle ich die jetzt mal ziemlich weit auf. Wir haben hier ja auch noch zwei Magnete drin verbaut. Das heißt, das Auto wird jetzt hier vorne auch trotzdem ziemlich weit runterkommen auf die Bahn. Ich weiß nicht, ohne Magnet würde ich es vielleicht etwas geringfügiger nach oben biegen. Aber mit den beiden Magneten sollte der trotzdem noch ziemlich tief liegen vorne. Ja, das ist ein guter Hinweis mit dem Magnet. Wenn man ohne Magnet die Schleife nämlich zu weit dann hochbiegt, dann steht die Vorderachse in der Luft. Na, er hat immer noch Kontaktprobleme. Das schaue ich mir nochmal an. Gut, ich meine, wir haben hier vorne auch recht kurze Schleifer. Ich würde die jetzt noch ein Stückchen aufstellen. Ich weiß auch nicht, die sind ja auch original aus dem Originalzustand, oder? Ja, ist auch original. Die wirken hier jetzt aber irgendwie etwas kürzer. Original von Firma. Ich mache die hier hinten vielleicht noch ein Stückchen breiter oder ein wenig weiter nach außen. Haben wir hoffentlich mit denen jetzt guten Kontakt. Also sieht trotzdem komisch aus, dass man so weit biegen muss. Ja. Die Vermutung liegt irgendwie schon nahe, dass irgendwo das Problem vielleicht im Inneren liegt, an der Steckverbindung. Aber jetzt fühlt es sich gut an. Also diese Probefahrt für den Kontakt, die ist jetzt recht erfolgreich. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich nochmal voll drauf. Ja, da geht hinten auch voll durch. Ich war danach aber schon wieder ein bisschen zu früh wieder am Gas. Oh, und da hinten war jetzt komplett der Strom weg. Also das ist wirklich schade. Ja. Ich meine, wir können uns die Runde von gerade eben noch mal anschauen, die zuvor gefahrene, die war eigentlich auch recht gut. Und so langsam wird die Zahl scharf. 10, 1, 7, 9, Tobias, unglaublich. Wir sind jetzt mit dem am schnellsten. Aber im Rennen würde ich dieses Auto im Moment nicht einsetzen mit diesen Kontaktproblemen. Das könnte kontraproduktiv sein. Ja, also mich wundert es jetzt tatsächlich auch, dass der sogar jetzt am schnellsten war. Zumal die Runde auch nicht komplett sauber gefahren ist. Also ich habe erst danach gemerkt, dass ich hinten die erste Kurve komplett voll fahren kann. Und ich denke, da wäre definitiv mehr drinnen, aber wie du schon sagst, er ist zwar schnell, aber nicht unbedingt zuverlässig. Also Zwischenstand, wir haben hier den lilanen Porsche, der war ja jetzt bisher eben ganz vorne beim Test. Dann eben hier der weiße mit der Startnummer 911 und die Startnummer 56 reiht sich jetzt hier ganz vorne ein. Abgesehen natürlich von den zwei anderen, die wir jetzt noch nicht gefahren sind. Und wir machen weiter mit der Startnummer 91 und schauen, wie sich der verhält. Ich ziehe die Reifen wieder ab, die sind auch ein bisschen schmutzig, schauen aber an sich noch ganz gut aus. Der ist schon mal ein paar Runden gefahren. Achso, okay. Wobei hier schaut der Reifen schon leicht. Oh ja. Ja, also der könnte schon etwas härter geworden sein. Also wenn er schon am Aushärten ist, dann werden wir die Elfer nicht schaffen. Das würde ich jetzt mal so vorhersagen. Wenn der Reifen so ist wie bei den anderen. Wir hören es gleich. Beziehungsweise sehen es wahrscheinlich auch gleich in den Kurven. Ja, der fühlt sich gut an. Ja. Aber die Schleifer sind wieder das Problem. Ich habe es wieder vergessen. Okay, also das ist ein Punkt, den man immer machen sollte. Da das jetzt so oft vorkommt, würde ich sagen, wir holen uns mal schnell ein Werkzeug. So, wir sehen jetzt hier, die Schleifer, die sind komplett verbogen. Ich habe jetzt ein bisschen nachgeholfen, dass extrem verbogen ist. So ist natürlich nicht der Lieferzustand. Aber wenn die da so mal aussehen, dann kann man sich hier so eine Flachzange holen. Eine Flachzange ohne Riffelung. Wenn ich da dann drauf gehe, auf den Schleifer mal zusammendrücke, dann kriege ich den wieder platt. Dann noch ein bisschen V-förmig nach außen und somit ist schon viel besser. Auf der Seite da, dieser Bereich, da sieht man, so sieht der Lieferzustand eigentlich aus. Wir haben lang und schmal, da ist noch nichts aufgefächert und der Schleifer liegt komplett an am Schwingarm. Somit ist er maximal in Richtung Auto gedrückt und den muss man hier ein bisschen anheben, mit dem Fingernagel erstmal drunter gehen oder mit einem Schraubenzieher. Einfach ein bisschen anheben, so V-förmig, wenn man von der Seite reinschaut und dann genügt es. So, und jetzt haben wir hier einen Extremfall produziert. Den versuchen wir jetzt erstmal hier ein bisschen aufzufächern wieder, so gut es geht. Aber so einen Schleifer kann man dann auch austauschen. Ich möchte euch nur mal zeigen, was man mit so einer Flachzange dann noch erreichen kann. Also ich kann den schon noch weiterfahren, würde ihn jetzt auch im Renneinsatz nicht fahren. Aber so jetzt reicht es auf jeden Fall noch. Sauber sind die Schleifer, von dem her haben wir da keine Kontaktprobleme. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Tobias beim Fahren keine Kontaktprobleme mehr hat. Das hoffe ich auch. Wir testen es jetzt wieder mit dieser Schleichrunde und schauen jetzt, ob er hier irgendwo ruckelt. Aber das schaut bisher sehr gut aus. Er kommt überall gut durch. Hier hatten wir vorhin mit dem anderen paar Probleme. Aber das schaut gut aus und ich gehe jetzt gleich in die Zeitrunde. Ja, Reifen haben wir auch abgezogen, von dem her Zustand gleich. Das sieht gut aus. Bei den letzten beiden Kandidaten fahren wir auch mit voller Bremse. Hier ist jetzt das Heck rausgekommen. Dieser Drift hier auf der langen Start-Ziel-Geraden sieht schon danach aus, als ob der Reifen
mit der Aushärtung Probleme hat, zumindest beginnt. Aber du willst die Uhrzeit schauen? Ich will die Zeit sehen. Nicht die schnellste Rundenzeit, aber trotzdem für unseren Test eine sehr, sehr gute Rundenzeit im Sinne der Fairness, der gleichen Rundenzeiten, die möglich sind mit den Autos. Wir belassen es dabei bei einer 10,339. So, wir haben jetzt hier den blau-roten Carrera Porsche mit der Startnummer 93. Da ziehe ich jetzt auch nochmal die Reifen ab, damit wir hier wieder die gleichen Bedingungen haben. Und diesmal denkt man an die Schleifer. Diesmal denkt man an die Schleifer, genau. Danke fürs Erinnern. Oh ja, da hätten wir auch, glaube ich, sofort ein Problem gemerkt. Ich stelle sie hier wieder vorne auf. Ich spare mir jetzt die Flachzange in dem Fall. Und ich denke mal, dass wir so eigentlich recht guten Strom haben sollten. Das testen wir jetzt wieder auf der Schleichfahrt. Und dann gehen wir auch gleich in die gezeitete Runde. Schade, dass der Tobias nicht mit der Geschwindigkeit im Rennen unterwegs ist. Dann wäre es ein leichter Gegner. Wir sind unterwegs auf der Schleichfahrt. Stromproblemkontrolle. Klingt gut aber aus. Gut, oder? Ja. Also, Vollgas. Oh, das Heck kommt. Der hier ist, auch. Ist echt, ja, der hat nicht so viel Grip. Also, vom Kurvenfahren her würde ich sagen, bei dem würde ich jetzt auch mal ausprobieren, die Bremswirkung runterzusetzen. Ja. Und dann sollte der Effekt weg sein, dass das Heck so ausbricht. Was hältst du davon? Gute Idee. Ich würde sagen, wir schreiten zur Tat. Ja. Also wir stellen jetzt hier die Bremse auf circa 3 ein, also ungefähr die Hälfte. Gehen jetzt hier auf Start, dass er die Einstellung auch übernimmt. Und wir haben die anderen Autos alle stromlos. Das bedeutet, wir haben wirklich jetzt nur unseren fahrenden Porsche programmiert. Das fühlt sich jetzt schon mal besser an. Ich würde sagen, wir gehen gleich in die nächste gezeitete Runde. Ja, jetzt sieht es gut aus. Das Heck war nicht am Ausbrechen. Hier auch gut. Kurz vorm Schluss. Aber die anderen Kurven haben sich schon mal gut angefühlt. Warum die jetzt am Kurvenausgang, warum das so raus ist, seltsames Phänomen. Kann auch mein Fehler sein. Also ist ja auch mein Fehler. Nein, das sagen wir nicht. Nee, okay, nee. Dann, ja, dann da war irgendwas dann an der raus. Bahn. Es das war irgendwas an der Bahn. Ja, oder wir schneiden es raus, genau. Oh, jetzt geht es wieder gegen die Bande mit abgezogenen Reifen. Also haben wir hier einen Porsche, der sein Heck gern mal nach außen schiebt. Das fühlt sich jetzt gut an, die Runde nehmen wir. Tobias, ich bin in der Zeitnahme. Was schätzt du? Also das Auto hat sich wirklich nicht gut angefühlt. Ich würde jetzt eigentlich sagen 10,5, aber die anderen waren auch... Ja, also ich muss sagen, der weiße Porsche hat mich auch schon zeitlich überrascht. Deswegen glaube ich, dass er schon einen Ticken besser war. Ich sage 10,4. Da bist du diesmal ziemlich falsch. Wir sind nämlich bei einer 10,217. Was? Somit sind wir hier wirklich schnell unterwegs mit dem Auto, das sich eigentlich nicht so gut anfühlt. Wir sind jetzt im Moment mit dem Auto auf Position 2. Jetzt wird schon fast dekadent. Wir fahren mit einem Fahrzeug, das schon ziemlich hohe Sammlerpreise inzwischen erreicht hat. Leider nicht mehr verfügbar seitens Carrera, der 911er in der Golf-Lackierung. Bei uns kommt er zum Einsatz. Wir haben das Auto hier zum Fahren und sind unterwegs. Schauen mal, wo wir landen würden. Von der Optik für die meisten der absolute Favorit bei den 911ern, war schnell ausverkauft in allen Shops. Und dann gingen die Sammlerpreise hoch. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit den Zeiten aussieht. Das sieht irgendwie schnell aus. Fühlt sich auch schnell an. Aber da war es jetzt wieder auch zu schnell wieder draußen. So, also ich fahre jetzt nochmal eine Einführungsrunde. Schleifer und Reifen haben wir wieder bearbeitet, wie bei den anderen auch schon. Das heißt, da ist die Voraussetzung auch wieder gleich. Aber er hat leichte Haftungs- bzw. Kontaktprobleme. Ich gehe jetzt mal in die gezeitete Runde rein und schau mal, wie er sich fährt. Und er fühlt sich echt gut an. Eine mache ich noch. Und wir, ja, wobei, nein, wir haben jetzt schon gehört, das war eine Bestzeit. Der lange Turm bei der Control Unit hat es verraten. Ich würde sagen, wir schauen, ob er auch so schnell ist. Ja, also er ist nicht nur optisch der schönste, sondern auch tatsächlich der schnellste. Wir haben jetzt hier die erste 10-0er-Zeit, eine 10.095. Und ich würde sagen, damit können wir ihn dann guten Gewissens auf den ersten Platz setzen. Schleifer sind gecheckt, Reifen abgezogen und los geht's. Ja, okay. Und auch schnell raus. Aber auch, das ist jetzt der zweite Abflug an der Stelle bisher. Ich glaube, 4 Abflüge insgesamt, 2 an dieser Stelle. Auch wirklich seltsam. Kannst du mit Vollgas? Warst du auf Vollgas oder hast du gelupft an der Stelle? Ich war jetzt tatsächlich mal auf voll, weil es sich wirklich gut angefühlt hat. Ich habe gedacht, dass er hier voll durchgeht, weil er auch an den anderen Stellen richtig viel Haftung hatte. Aber es scheint nicht so zu sein. Ich probiere es jetzt nochmal.
Also natürlich nicht Vollgas hier durchzufahren, sondern eine schnelle Runde hinzulegen. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal auf die Uhrzeit. Das hat sich gut angefühlt. Rundenzeit, die jetzt hier auf der Uhr steht, 10:02:49. Gutes Ergebnis, passt auch soweit. Wir gehen zum Letzten. So, Tobias, lass den Letzten fahren. Jawohl. Der fühlt sich gut an. Der läuft auch sehr leicht irgendwie. Also ich habe auch gerade beim Abziehen schon gemerkt, dass der wenig Widerstand auf der Achse hat. Ich gehe jetzt gleich mal in die erste Runde. Der hört sich auch so an wie der Gulf. Eine Runde fahre ich auf jeden Fall noch. Schnellste Runde war es noch nicht. Herbert Heck bleibt überall schön drin. Und das bei voller Bremse. Und wir schauen auf die Uhr. Und da ist er nun, die neue Bestzeit, gefahren vom Tobias, 10:04:04. Neuer Spitzenreiter in unserem Test. Wir haben jetzt eine bestimmte Reihenfolge, wir haben Testsieger und Verlierer, aber bevor wir weitermachen, machen wir noch was anderes. Das ist ein Thema, das viele von euch haben. Ich kriege immer E-Mails, magnetloses Fahren funktioniert doch nicht. Und ich zeige euch jetzt mal, dass auch wirklich nicht funktionieren kann und was man dagegen machen kann. Also ich bin ganz langsam unterwegs, Originalreifen, wir haben Magnete draußen und ihr seht schon, ich habe Grip, man kann sagen null. Also Glatteis hat noch mehr Grip als ich jetzt hier mit meinem Porsche auf der Bahn. Ich komme eigentlich gar nicht rum. Das Auto steht quer. Ich komme nicht mal in die Nähe davon, Vollgas zu geben. Ich schleiche hier durch die Kurven durch und versuche jetzt, wenn ich hier mal Vollgas gebe, dann drehen die Räder auf der Bahn, sogar auf der Geraden durch. Ich kriege die Kraft gar nicht auf die Bahn drauf. Also kann man komplett vergessen. Und warum das so ist, schauen wir uns mal hier im Detail an. Also wenn man diesen Reifen anfasst, dann sieht man hier, oder auch wenn ich dran ziehe, der ist einfach hinüber. Der Reifen verliert seine Weichmacher. Im Moment ist in der Mitte das Problem. Ich kann hier zwei Ringe auseinanderziehen und der Reifen hat keinen Grip. Wird auch nicht mehr besser. Der ist einfach ein Fall für die Mülltonne. Das ist ein Problem bei den Originalreifen von Carrera. Bei den neuesten Modellen habe ich es jetzt noch nicht gehabt, aber bei dem hier sieht man das Problem. Auf der anderen Seite, auch hier, der geht sofort kaputt. Ich kann den gar nicht vernünftig runterziehen und habe dann so einen Zustand. Also damit kann magnetloses Fahren überhaupt nicht funktionieren. Bei den anderen, die noch Reifen haben mit viel Weichmacher drin, da funktioniert schon. Aber was man dann eigentlich macht, die Reifen runter, Rest kann man so lassen und PU-Reifen drauf. Da habe ich auch einen Porsche mitgebracht, dass wir hier mal einen Vergleich sehen. Das ist unser Rothmann Porsche, also alles im Original, nur Magnet draußen. Und hier die Reifen sind von Ortmann und die fahren wir jetzt einfach mal eine Runde. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich gehe jetzt aber auf die andere Spur hier rüber, weil wir unseren Test noch fortsetzen wollen. Und ich möchte jetzt nicht mit dem PU-Reifen hier den Grip verändern, sondern der soll so bleiben, wie es eben im Test vorher auch war. So, jetzt bin ich mit Reifen unterwegs. Ihr seht, das Heck wedelt schon. Ich habe auch noch nicht wirklich so guten Grip. Natürlich muss ich auch ein paar Runden einfahren und kann auch hier die Reifen abziehen. Die PU-Reifen nehmen aber nicht so viel Staub auf wie die Gummireifen. Von dem her kann man jetzt hier auch ordentlich weiterfahren und den Reifen sauber fahren. Reifen sind abgezogen und so sieht es jetzt aus. Man kann noch viel mehr rausholen, indem man die Reifen schleift, mit Gewichten hier austrimmt. Hier habe ich das Heck verloren, Fahrfehler. Und dieses Fahren ist zwar langsamer als das Fahren mit Magnet, aber macht letztendlich mehr Spaß. Den meisten jedenfalls, aber wie immer der Hinweis, es soll nicht heißen, dass das Magnetfahren schlecht ist. Es ist einfach eine Sache, an was hat man mehr Spaß, mit oder ohne Magnet, bleibt jedem selbst überlassen. Wir machen weiter mit der Auswertung, wissenschaftlich alles aufnotiert, die Rundenzeiten und die Autos danach sortiert. Man sieht jetzt hier immer so Pärchen in der Auswertung und zwei einzelne. Das liegt daran, ich habe es mal nach Zehntel sortiert. Also zwischen den beiden, das sind unsere zwei schnellsten, und dem liegt ein Zehntel dazwischen. Hier liegt ein Zehntel, hier ein Zehntel, hier ein Zehntel. Also 10:04, das war unser langsamster, 10:04:04. Und der schnellste hier, unser grüner Porsche, der war bei einer 10:04:05. Somit ja, 4 Zehntel fast Unterschied zwischen dem hier und dem. An was kann das jetzt liegen? Das können verschiedenste Faktoren sein. Wichtigste ist natürlich Thema Reifen. Man könnte jetzt sagen, das hier ist ja der neueste Porsche. Der hat somit auch den frischesten Reifen.
Widerspricht aber eigentlich auch so ein bisschen dem Bereich, weil der hier ist jetzt nicht der allerneueste. Da kam der noch, also müsste man hier den vermuten dazwischen irgendwo oder hier den silbernen. Also das haut auch nicht so ganz hin. Dann haben wir Leichtgängigkeiten an den Achsen. Wie schön drehen die Achsen im Lieferzustand. Dann gibt es Streuungen im Motor. Das kann alles hier mit reinspielen. Leichtgängigkeiten natürlich auch im Getriebe. Also Faktoren, die man jetzt alle anschauen kann. Ziel ist jetzt, das Ganze hier enger zusammenzubringen, dass hier keine 4/10 dazwischen sind. Das Ganze machen wir aber in einem extra Video, also gleich den Kanal abonnieren und ihr seid dabei. Und ganz wichtig, wenn euch interessiert dieses Reifenthema mit geschliffenen Reifen auf der Originalachse, schaut unbedingt in das Video Duell BMW gegen Audi. Da haben wir dieses Thema ins Detail erklärt. Und dann viel Spaß mit dem Video, euer Roland von slogblog.de. Tschüss!